Das heutige Video mag da draußen einigen Leuten von euch Angst machen, deswegen Disclaimer an dieser Stelle. Heute geht es darum, wie können Unternehmen und Arbeitgeber und Hacker euch da draußen ausspähen und eure Daten klauen und euch quasi hinterher sniffen. Wie wird das gemacht? Warum wird das gemacht? Wir schauen uns das Stück für Stück an und am Ende natürlich, was ihr dagegen tun könnt. Viel Spaß in diesem Video. Ziemlich brisantes Thema. Spionage. Aber warum Spionage? Und warum ist das so wichtig? Und warum macht das vielleicht ein Arbeitgeber oder ein Hacker? Naja, Identitätsdiebstahl oder Background-Checks. Heutzutage gehört es bei jedem Unternehmen dazu. Du bewirbst dich bei Firma XY und die werden dann erstmal rausfinden wollen, was bist du denn für ein Mensch und wollen wir dich überhaupt in unserer Firma haben. Und heute zeige ich euch die Methoden, mit denen die Firmen das machen, aber leider auch Hacker. Die Hacker nutzen das natürlich, um Zugang zu eurer Identität zu bekommen, um euch hinterher zu spionieren. Die Firmen natürlich mit weniger bösen Absichten, hoffen wir. Aber wir gehen mal durch, was sind die Methoden, wie wird das gemacht? Und am Ende, wie finden wir heraus, was wir dagegen tun können? Jedenfalls so gut es geht. Fangen wir an mit, warum wird das gemacht? Naja, ein Unternehmen, wie eben im Beispiel erwähnt, möchte natürlich wissen, was bist du für ein Typ? Bist du auf shady Websites angemeldet? Oder. Und wollen wir dich als repräsentative Person in unserem Kader haben? Ja, ist eine Frage, die stellt sich natürlich jeder Arbeitgeber, ob die Methoden dahinter so legal sind. Das werden wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und uns mal durchgehen lassen, denn das ist nicht so gut. Wir machen diese Beispiele, also ich heute in diesem Video, anhand meiner eigenen Daten. Ich werde niemanden anders ausspionieren oder dessen Daten lookupen. Wichtig ist, ich erzähle euch, was und wie und warum anhand von freien Programmen. Gibt tausend andere Möglichkeiten. Das hier ist eine der möglichen Wege, wie Informationen über eine Person im Internet gesammelt werden. Gibt ganz viele andere, bessere, schlechtere und shady. Aber ich gehe nicht zu tief ins Detail, denn ich möchte auch keine Kriminalität fördern. Ich möchte euch da draußen nur eine Awareness schaffen und die Tools zeigen, die dafür benutzt werden. Womit beginnen wir? Wir beginnen mit einem Programm. Das nennt sich Mosint. Was ist Mosint? Mosint ist ein Tool, das gibt es wie immer auf GitHub und das erzähle ich jetzt nicht, wie es installiert. Ist auf Basis von Go und das kann man Parameter eingeben und APIs hinzufügen, ist alles auf GitHub. Und wenn man dieses Tool nutzen möchte, dann gibt man dann später einfach nur Mosint ein und eine E-Mail-Adresse und schon läuft das Programm. Was macht das Programm? Es sucht die E-Mail-Adresse dieser Person oder die ihr gefunden habt und auf welchen Seiten sie denn unterwegs ist. Hat zum Beispiel E-Mail-Adressen von meiner E-Mail-Adresse als related erkannt. Die Admin, die vom Carsten, die Marketing und die Kontakt-E-Mail. Aber keine anderen Standard-Accounts hier. So, nichts auf Spotify, Adobe, Twitter, Discord oder Instagram. Dafür nutze ich das Ganze ja nicht. Und auf IntelX auch nichts. So, das ist schon mal sehr gut. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, und die API habe ich hier extra nicht installiert, um die E-Mail auszuspionieren. Meistens bekommt man mit dem Tool Mosint dann auch einen Nutzernamen. Das kann wiederum gefährlich sein. Wenn der Nutzername nämlich ausspioniert ist, kommen wir nämlich zum zweiten Programm. Es gibt ja viele Nutzernamen, Nutzernamenlisten und so weiter und so fort. Und wenn die Nutzernamen erkannt sind und wo an Standarddiensten man angemeldet ist, dann wird das Ganze schon wieder sehr interessant, denn dann kommt man nämlich zum nächsten Tool in der Liste und zwar zu Nexfil. Nexfil nimmt dann den Nutzernamen und gleicht ihn mit einer Datenbank ab an ganz vielen anderen Usern. Nexfil ist ein Python-Programm, das heißt, wenn man Python installiert hat, ist das ganz einfach zu runnen. Dann geht man hier hin und dann geht man hier drauf mit zum Beispiel einem Benutzernamen oder einer Username.txt und lässt es laufen. Und auf einmal kommt da eine richtig große Liste an Webseiten, auf denen dieser Nutzername registriert ist. Das ist jetzt natürlich Advanced Stuff, weil das Ganze mit Skripten funktioniert und so weiter. Das wird nicht jeder Arbeitgeber haben, aber die Hacker schon. Ich zeige euch gleich noch eine sehr leichte Methode, mit denen Arbeitgeber das relativ schnell herausfinden können und euch durchsuchen und transparent hinterfragen können. Ich habe mal unser Team eingefügt und schaut mal, hier geht gerade schon eine ganze Liste an Einträgen runter. So, das Ganze wurde jetzt gespeichert in eine Session-Stump-File. Die können wir natürlich sehr gerne öffnen. Und dann schauen wir mal in die Session-Stump-File rein. Und wir sehen schon Facebook, The Geek Freaks und so weiter und so fort. Total Timeouts 11, Total Hits 188, Errors 32. Und dann sieht man, okay, Steam Community, Old Reddit,
Gavatar, Freelance, PCBmaker, IFTTT, da wird alles Mögliche natürlich gefunden, wo der Nutzername schon einmal verwendet wurde. Das ist jetzt eine der Möglichkeiten. Man geht diese zwei durch, dann kann man sich hier alles schön angucken, je nachdem, wie viel eben auf öffentlich gestellt ist auf diesen Profilen und Seiten. Jetzt gibt es aber einen noch krasseren Weg. Also, warum ist es schwierig, warum ist es gefährlich? Sobald der Nutzername einmal raus ist, können wir verschiedene Tools natürlich nutzen, um die Identität auszuspähen. Aber nicht nur das. Wir kommen an noch viel mehr Daten. Denn die Webseiten sind alle öffentlich zugänglich und haben Profilseiten meistens, die auch öffentlich zugänglich sind, je nachdem, wie viel Informationen ihr da shared. Und wenn die Leute den gleichen Benutzernamen nutzen an anderer Stelle oder eine kleine Varieté von Benutzernamen, dann kann man relativ schnell ein Social-Profil oder überhaupt ein Profil dieser Person erstellen. Und Unternehmen machen das gerne mit Tools wie Migrate. Ich denke mal, dann wollen wir doch mal Migrate testen, oder? Ich habe es jetzt nochmal installiert, einfach um euch zu zeigen, dass das Ganze auch geht in Python unter Windows. Und dann machen wir das doch einfach mal, oder? Dann machen wir hier so The Geek Freaks. Und wir wollen das Ganze bitte als PDF. Bam. Und dann legt er los. Es kann ein bisschen dauern, weil er natürlich ganz viele verschiedene Seiten durchgeht. Bam. Fertig. Und jetzt hat er mir ein PDF erstellt. Ohne Witz, ein direktes PDF mit allen Username-Data-Sachen zu The Geek Freaks. Er hat mir eine komplette Übersicht erstellt. Ob ich die will oder nicht. Und hat mir die gegeben. Pass auf. Also wir schauen mal rein in die Übersicht. Der Benutzername ist zum ersten Mal aufgetaucht 2019, weil er da registriert wurde, weil da die E-Mail-Adresse irgendwo benutzt wurde. Linktree, aha, wir haben ihn gefunden. Den kann man anklicken, zulassen und dann kommt man zum Beispiel richtig auf unseren Linktree. True. Yes, 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 das funktioniert. Okay, was haben wir noch? Wir haben den GitHub, der funktioniert. Nitter, was ist denn Nitter? Wahrscheinlich Twitter. Da funktioniert es nicht. Da sieht man dann, da kennt man dann, dass das nicht unser Profil wäre. Da hat jemand anders es genommen. Joy 2009. GitHub Gist, okay. Dailymotion. WordPress. Das ist auch nicht unser Blog, aber sehr interessant. Das heißt, jemand anders nur, okay. Das ist auf jeden Fall nicht unser Blog. Aber er durchsucht halt wirklich alles. Was schon sehr spannendes. Invalid? Twitch hat uns auch gefunden, weil wir haben in Twitch The Geek Freaks TV. Also er zieht auch, wenn wir jetzt einen Gravatar hätten, würde er auch die Gravatars ziehen. Schon scary, oder? Und da kriegst du halt ganz viel, noch mehr Steam-IDs, Steam-ID-Finder. Und das war jetzt die grobe Nummer. Ich habe jetzt nicht die komplette ausformulierte Nummer genommen und Exclusions genommen. Zum Beispiel kann ich sagen, schau nur Geo in speziellen Ländern. Filtere die Länder, filtere die Tags, kann ich sagen. Ich kann sagen, pass auf, filtere die Time Zones. Ich kann ihm auch sagen, pass auf, schau mal und zieh alle Bilder dazu. Es geht alles, ne? Also habe ich jetzt absichtlich nicht gemacht, um euch nicht zu zeigen, wie man das exakt durchführen wird. Was ich euch aber zeigen will, ist, dass es eine sehr einfache und gefährliche Methode gibt, um eben benutzerbezogene Daten zu bekommen. Das heißt, eure Identität ist natürlich in gewisser Weise gläsern. Das wissen wir, die Identität ist gläsern. Wir melden uns mit Benutzernamen, Passwort und so weiter an. Profile sind nicht immer auf unsichtbar geschaltet und so kann man sich Informationen zusammenpicken. Ist natürlich gefährlich, wenn ein Arbeitgeber genau solche Sachen filtert. Ist noch gefährlicher, wenn Hacker das machen. Was kann ich euch mitgeben? Seid vorsichtig, wo ihr euch anmeldet. Wenn ihr euch an sketchy Seiten anmeldet oder Dinge, wo ihr nicht wollt, dass jemand anders sie mitbekommt, nehmt eine andere E-Mail-Adresse und einen anderen Benutzernamen. Es sind ganz viele Sachen, auf die man achten sollte. Profile immer auf privat stellen und so weiter und so fort. Denn sonst gibt man natürlich wie immer mehr Informationen von sich preis, als man gerne möchte. Links wie immer in der Videobeschreibung und passt da draußen auf euch auf, denn die anderen Leute wissen wahrscheinlich mehr über euch, als ihr denkt und hofft. Das war's von mir aus diesem Video. Wir sehen uns wieder im nächsten. Macht's gut, wenn es euch gefallen hat. Raus aus diesem, rein ins nächste.